Hallo zusammen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich mal wieder an die See gefahren, und zwar an die Ostsee. Und bin heute in der Nähe von Eckernförde in Bülk. Da gibt es hier einen Stellplatz, wie ihr seht, direkt am Strand, wo man offiziell hier stehen kann. Und es ist sogar gebührenfrei, weil die Saison abgelaufen ist, jetzt im November. Ist ja auch eigentlich nicht so das typische Urlaubswetter. Aber wir haben heute fast 10 Grad. Und das ist sogar ja, noch ganz angenehm, finde ich. Ich werde jetzt mir hier die Gegend schon mal ein bisschen anschauen. Und bin gespannt, wie der Leuchtturm bei Nacht hier wirkt. Ob ich dann vielleicht die ganze Zeit angestrahlt werde. Aber der ausschlaggebende Punkt, warum ich überhaupt hier hingefahren bin, war, dass ich ein bisschen nachgelesen habe, wo man denn in Deutschland eventuell Polarlichter sehen könnte. Und da besteht hier wohl eine Chance, wenn auch gering, aber die Chance besteht. Und ja, warum sollte man das nicht machen? Ich wollte eh an die Ostsee und ich finde, dann kann man auch ruhig mal eine neue Ecke ausprobieren. Grömitz und so, weiß ich, wie schön es ist. Aber hier war ich halt noch nicht. Und deswegen bin ich selber gespannt, wie es hier wohl wird. Dort steht noch so ein blauer Renault oder Peugeot. Da ist wohl auch jemand drinne, wie so ein Mikrocamper. Mal gespannt, ob die Leute auch über Nacht bleiben oder ob ich dann nachts hier ganz alleine stehe. Ist ja schon ja, ein klasse Fleckchen. In die Richtung soll es noch irgendwo so einen Aussichtspunkt geben. Werde ich natürlich auch noch mit euch hingehen. Aber jetzt ist erstmal genug gequatscht. Ich bin jetzt 6 Stunden auf der Autobahn gewesen, ja, für 400 Kilometer. Davon war eine halbe Stunde Pause. Und ja, eine gute Dreiviertelstunde Höhe Hannover gab es dann wieder einen Stau. Aber ansonsten lief es echt ganz gut. Also, bis später. Ich sehe gerade das Schild Rundblick vom Leuchtturm Bülk. Öffnungszeiten ganzjährig Dienstags bis Sonntags 10 bis 19 Uhr. Jetzt heute auf Montag ist Ruhetag. Aber das macht nichts, weil ich ja ein paar Tage mich hier in der Gegend aufhalte. Und dann werden wir das auf jeden Fall mal nutzen. Das ist doch mal so ein schöner Pilzpavillon hier. Der heißt Leuchtturmpavillon, aber ich finde, der sieht aus wie ein Pilz. Ja, bei 20 Grad mehr kann man hier bestimmt gut draußen sitzen. Jetzt habe ich gerade gedacht, oh super, und öffentliche Toiletten auch noch. Die sind aber leider abgeschlossen. Naja, gibt Schlimmeres. So, da vorne kann man auf so einem kleinen Wellenbrecher, so, weiß ich nicht, 20, 30 Meter rausgehen. Das mache ich jetzt erstmal. Ist das nicht klasse? Jetzt fange ich schon wieder an zu schwärmen, ich weiß. Ach, herrlich. Was steht da? Betriebsgelände. Bitte vorsichtig benutzen. Und schwarze Handschuhe anziehen, glaube ich. Klar, das Wasser hier ist echt toll. Und hier muss dieser Aussichtspunkt sein, wo man bei gutem Wetter, was auch immer an Ost- oder Nordsee gutes Wetter ist, die Polarlichter bzw. Nordlichter sehen kann bei ja, idealen Bedingungen. Aber im November soll die Chance wirklich gut sein. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall ja, über Nacht mal ein bisschen beobachten hier. Da hinten geht es noch weiter. Da sieht man so Graffitis auf so einem ja, so ein Plateau. Ich denke mir mal, dass da auch noch mal so ein Aussichtspunkt ist.
aber das werde ich dann alles mit dem Fahrrad mal abfahren. Nehme ich euch natürlich auch mit. Und hoffe mal darauf, dass der Wetterbericht recht hat. Es soll angeblich ab heute Nachmittag, also so in einer Stunde, aufklaren. Was sehr glaubwürdig ist, wenn ich das hier so sehe. Aber es gibt keinen Regen die nächsten Tage. Das ist ja auch schon viel wert. Wie ihr sehen könnt, ankert hier gerade so eine kleine Yacht. Mit 1, 2, 3, ich glaube 4 Stockwerken. Das ist ja Wahnsinn, so ein Teil. Ist ein paar Meter weg vom Strand, klar. Jetzt sieht man schön, ne, wenn ich aus dem Zoom rausgehe. Aber gut zu erkennen. Ja, wie ihr seht, nachdem ich jetzt hier erstmal rumgelaufen bin und der Fahrt heute, mache ich es mir jetzt bequem. Es ist 2:30. Werde erstmal ein bisschen was essen, die Aussicht genießen. Schreibt mir hier gerade so ein paar Sachen zusammen. Und habe, wie gesagt, diesen Ausblick nach vorne. Es ist einfach herrlich. Das Radio dudelt ein bisschen vor sich hin. Mittlerweile stehen leider rechts und links von mir auch Camper mit Wohnmobilen. Und zwar große, so Hümers. Deswegen ist seitlich die Aussicht halt nicht mehr so dolle. Aber das macht ja nichts. Das Schiff steht da auch noch. Richtig klasse. Ich habe mal hier noch so ein altes Fernglas aus Opas Zeiten. Das werde ich nachher vielleicht auch mal nutzen, um mal hier so den einen oder anderen Blick irgendwo zu riskieren. Und dann werde ich den Tag ausklingen lassen. Wie gesagt, es ist recht diesig heute. Morgen soll es sehr sonnig werden. Und ja, wenn noch was kommt, werdet ihr es hier erfahren. So, jetzt bin ich wieder gut gestärkt nach meinem kleinen Snack. Und musste mich doch so ein bisschen überwinden, weil es ja schon so, ja, es ist halt so dunkel irgendwie und windig, ein bisschen frisch. Aber jetzt, wo ich dann auf dem Rad sitze, ist es schon klasse. Fährt ihr schön so an der, ja, an der Küste entlang. Und ich fahre jetzt erstmal Richtung, ja, der Ort heißt Strand, glaube ich. Falls das falsch sein sollte, werde ich mich gleich noch korrigieren. Aber solange geht es jetzt erstmal hier an der Küste entlang, beziehungsweise Promenade oder sowas kommt da, glaube ich, gleich noch. Ich schaue mal, dass ich noch hinter die Leitplanke komme, aber dann sollte es gut laufen. Und hier ist auch schon so ein kleiner Durchgang. Ja, noch besser. Ja, dieses kleine Boot, was ich vorhin mal gezeigt habe, liegt auch noch da. Der wurde vorhin beliefert von anderen kleineren Booten. Ich nehme mal an, dass sie dann, ja, Verpflegung gekriegt haben. Oder ähnliches. Oh, hier holpert es aber ganz schön. Boah. Ja, da die Enten am Wellenreiten. Der ein oder andere von euch wird sich denken, der ist doch bekloppt, was der da alles erzählt. Aber das sind alles solche Momenteindrücke. Und die gebe ich ungefiltert weiter. Wäre sonst auch langweilig, oder? So nach Drehbuch. Auf der mehr oder weniger gegenüberliegenden Seite ist der Ort schon zu erkennen. So schön der Stellplatz da hinten auch ist, wenn die öffentlichen Toiletten da noch offen wären, wäre es noch besser. Es gibt welche wohl in dem Ort, will ich gleich mal schauen. Ich habe ja zur Not auch die Porta-Potti im Bulli, aber naja, halt nur zur Not.
Da muss man halt hier mal diesen Weg fahren. Was ja auch nicht schadet. Und hier ist nach den ersten, weiß ich nicht, 5-6 Minuten Radeln schon eine Toilette gewesen. Ich weiß nicht, wie lange die auf ist. Aber jetzt war sie offen. Das ist ja schon was wert. Ansonsten lässt sich das hier sehr gut radeln. Die Untergründe sind, ja, klasse. Vom Wind ist es auch ganz okay. Und zu sehen gibt es ja mehr immer was. Und was ich auf jeden Fall wieder machen muss, gleich so einen Steinturm bauen. Das habe ich mir angewöhnt. In Dahme bin ich damit angefangen, glaube ich. Was heißt angewöhnt? Habe ich erst 2 oder 3 Mal gemacht, aber ich glaube, das wird so ein Ritual, was hier zur Ostsee gehört. Ja, geht's hier runter? Oder geht's da lang? Ah, sieht aus, wenn's runter geht. Dann nehmen wir den Weg auch. Wie gesagt, das wird jetzt nur so eine kleine Erkundungsrunde hier, um zu wissen, wo was ist. Und dann werde ich den Tag in Ruhe ausklingen lassen. Mit einem schönen großen Pott Kaffee. Ein bisschen was lesen. Und aufs Meer gucken. Also, dieser Ort heißt Strandee. War schon ganz richtig. Bloß noch ein E dabei. Nicht Strand, sondern Strandee. Und dort in die Richtung geht's, glaube ich, Richtung Eckernförde. Werde ich aber morgen ausprobieren. Jetzt schaue ich mir erstmal den Badestrand an. Habe übrigens auch eine Badehose mit, vorsichtshalber. Aber mehr als bis zu die Knie wird das wahrscheinlich nichts werden. Aber ich werde es morgen wahrscheinlich mal testen. Ansonsten ist das hier so dieser klassische Ort, viele kleine Ferienhäuser. Ja, der Großteil der Gastronomie hat zu. Die Saison endet hier offiziell 1.11. Wir haben heute den 4. oder 5.11., ich weiß es nicht genau. Und daher ist das hier auch mehr oder weniger sehr ruhig, wie ihr sehen könnt. Aber es hat trotzdem seinen Reiz. Ja, hier, das muss ich mir merken, hier gibt es Reibemüs mit Kochwurst, Speck und Zwiebeln im Alexi. Das hat auf jeden Fall noch offen. Da geht es runter Richtung Hafen. Ja, viel Fischerei hier. Ja klar, war fast über der Kommentar, ne? Hier ist die Touristeninformation und nochmal öffentliche Toiletten. Geöffnet 7 bis 21 Uhr. So, Durchfahrt verboten. Frei für Nutzer mit Sonderparkausweis. Parkausweis brauche ich nicht. Dann radeln wir doch mal. Gucken wir hier um die Ecke. Werden wahrscheinlich im Winterquartier sein, wie man dort im Hintergrund vor diesen Betonbauten sieht. Und das duftet hier immer. Ich sag bewusst duftet. Also ist nicht irgendwie Gestank, sondern ja, duftet das Meer. Und hier das Ganze mal aus der anderen Perspektive gegenüber vom Hafen. Und hier rechts vor mir ist der Sporthafen. Thank you.
steht so ein älterer Seenotretter. Auch in diesem Sportboothafen. Also dieses hier gehört alles zu diesem Olympia-Hotel. Aus welchem Jahre das ist, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall sind da so ein paar Sachen mit drin untergebracht. Ein Backhaus, ein Einkaufsmarkt. Und so alles, was man hier zum Segeln, Bootfahren oder Ähnlichem braucht. Und hier duftet es gerade sehr lecker. Da geht's zum El Möwenschiss. Naja, Möwenschiss hört sich nicht ganz so einladend an. Aber duften tut's gut. Ansonsten würde ich sagen, das ist so 70er Jahre alles hier. Naja. Sind halt Zeitsünden, habe ich glaube ich schon öfter mal gesprochen. Aber dieser Blick entschädigt doch dann wieder für alles. Hier ist wieder eins meiner Lieblingsschilder. Ich zoome mal. Vernünftige Radfahrer steigen hier ab. Für die anderen ist die Weiterfahrt verboten. Landeshauptstadt Kiel, die Oberbürgermeisterin. Mit Humor kommt man immer am besten weiter. Jetzt geht's oberhalb des Strandes weiter, aber nicht weniger interessant. Hier sind zu Sturmzeiten anscheinend diese Wellenbrecher nötig, dass die nochmal so direkt vor die Küste gemacht wurden. Sonst wäre es wahrscheinlich wie, ich weiß nicht, Italien, wo das Meer sich immer mehr Strand holt. So, wo geht's denn jetzt weiter? Was mir hier so ein bisschen fehlt, wären vielleicht mal irgendwelche Hinweisschilder, wo man hier überhaupt hinfährt. Fahre ich Richtung Kiel, fahre ich Richtung Eckernförde? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mittlerweile hier in dem Nachbarort Schilkse angekommen. Unten direkt der Streifen an der Küste, der bebaut ist. Sehr ansehnlich, sehr schön. Hier, ich sag mal, im Ortsinneren könnt ihr euch selber ein Bild von machen. Aber hier gibt es auf jeden Fall Post und einen Sky-Supermarkt, also was Größeres, was es ja in Strande nicht gibt. Und das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, hier ist jetzt für mich das erste erkennbare Schild. Kiel, Zentrum 15,2 Kilometer und Falkenstein 2,3. Da es aber schon dunkel wird, werde ich jetzt nicht noch 15 Kilometer darüber fahren, weil eine Stunde hin, Stunde zurück, dann ist es duster. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel für die nächsten Tage. Ja, meine Lieben, es wird dunkel, es wird feucht. Ich bin jetzt wieder im Olympiahafen Schilksee und wollte mich für heute von euch verabschieden. Es ist ein sehr schöner Tag gewesen, trotz der Anreise und ja, das Wetter ist so mittelmäßig, aber irgendwie passt da alles ganz gut. Ich werde jetzt noch zum Bulli zurückfahren, so 20 Minuten, 25 Minuten glaube ich. Und dann, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, den Tag einfach ausklingen lassen. Also, macht's gut. Wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Euer Markus und Monty.